Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Nee, ich bin viel schöner wie du. So, herzlich willkommen zu Fallout 4. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis die Atomwolke zu mir rüberkam. Aber egal. Nutze den rechten Stick. Den rechten. Irgendwie habe ich es zurzeit mit dem Englischen. Ich war in Kanada. Weiß gar nicht, woher das kommt. So, was kann ich noch machen? Wir können unser Gesicht ändern. Das Geschlecht auch. Jetzt bin ich dran, Großer. Ah, ach so war das gemeint, okay. Sollen wir eine Lady spielen? Oder ein Typ? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wähle den Tittenbonus. So, was kann man denn machen? Muskulös, dünn, groß und so. Diese Hose. Also, das geht ja mal gar nicht. Also, sorry, aber den Style mag ich nicht. Das Oberteil, okay, die Farbe ist noch ein bisschen... Oh, da, aber da! Das Oberteil ist ein bisschen grenzwertig, aber diese Hose über den Bauchnabel. Ich meine, naja. Voll dünn. Oh, fette Sau! Okay, ja. Muskulös. Oh, guck mal, die Titten. Oh, sie wachsen. Oder sie bewegen sich. Naja, nicht wachsen, aber sie bewegen sich so ein bisschen. Es dreht sie sich um. Ich würde sagen, so hier, irgendwie so hier, oder? Sieht doch so einigermaßen, ja, okay aus. Vielleicht ein bisschen dünner. Muss ja noch ein bisschen weiblich bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich so gut getroffen oder nicht. Ich mach's einfach mal. Es steht die Frage, ob man so viel sieht, wenn man dann vielleicht noch so einen Anzug oder so mal anhat. So, was haben wir denn? Extras, Make-up. Okay, ein bisschen Rouge. Matte Lippen. Lippenstift, das haben wir drin. Wow. Okay. Ein bisschen Lidstrich aufgetragen. Okay. Wobei es so unten sieht eigentlich ganz nett aus. Kann man das auch anders schon machen, sodass es so ein bisschen nach außen geht? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich schaue jetzt auch nicht alles unbedingt an. Dann würde ich mal das lassen. Du siehst toll aus. Ja. Da wächst schon was bei dem in der Hose, oder? So, Male. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Alter. Vor allem Leberflecken oben, Alter. Das ist ja überall. Nee, das lassen wir mal. So, was haben wir dann? Augenhöhlenschatten. Lippenfarbe.
Ach, das haben wir drin, okay. Aber das sieht man eigentlich kaum. Naja, ich würde mal sagen, ich lasse es normal drin, oder? Das ist alles so ein bisschen, naja. Sieht alles ein bisschen eklig aus. Obwohl, Mundmakel haben wir was. Aber was haben wir hier? Ich sehe es gar nicht an sich. Okay, nee. Das lassen wir mal. Schaden. Ja, einen Schaden haben wir immer. Natürlich, aber nee, das sieht jetzt auch nicht so. Bei einem Typ oder so vielleicht so eine geile Narbe durchs Gesicht oder so. Aber ich sag mal, bei einer Frau, nee, die muss ja ein bisschen niedlich aussehen. Deshalb können wir das einmal so lassen. Wir haben noch, oh, hier verschiedene Sachen. Was können wir machen? Achso, na, da kommt ja was ganz Neues. Sollen wir es verwerfen oder nicht? Ich weiß ja nicht, was das da... Ja, komm, egal. So viel haben wir jetzt nicht gemacht. Okay, es geht so ein bisschen... Kann ich deine Frisuren selber nicht machen? Also es geht... Wir haben so grob vorgefertigte Gesichter. Ja, ey, ich muss sagen, da war die erste eigentlich die beste. Da waren wir doch. So, dann muss ich mal wieder ganz kurz mich schminken. Tut mir sorry. Was habe ich denn das gemacht? Formen? Farbe? Oh je, Alter. Was man da alles machen kann? Nee, ich lass mal. Ich wollte hier rein. Make-up natürlich noch mal ein bisschen. Weißt du, so ein Lipliner oder so? Nee, komm, lass mal. Ich wollte eigentlich nur den... Alter, wie sich das anhört. Ich wollte nur den Lidschatten noch machen. Sorry, Leute. Aber ich muss da noch kurz was erledigen. Gar nicht schwul. Was? Ich find's nicht mehr. Vor lauter Dummheit machen. Hier, das aber nicht machen. Schlecht. Gar nicht schlecht. Ich hab's jetzt ausgewählt, aber irgendwie war es gar nicht drin. Wo war das unten? Das da. Drück es hier. Ah, man muss zuerst... Okay, ich hab's verstanden. Okay, wir sind einmal fertig, würde ich sagen. So, wir bestätigen einmal. So, der Nate. Okay. Hier war die Box von unserem... Alter. Obwohl... Ja, es könnte... Oh, doch, der könnte schon reinpassen. Wenn man so ein bisschen zusammen macht. Abraxo aktivieren. Abraxo. Wenn es richtig sauber werden soll. Ja. Nach einer schmutzigen Nacht. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Aha, okay. Das soll Cotsworth erledigen. Cotswer? Wer will kotzen? Oh, haben wir ein Kind? Einmal mit Sean spielen? Wieso haben wir so ein... Ja, so richtig dunkelhäutig nicht, aber so ein bisschen... Der Ton von dem Kind ist schon relativ dunkel. Ich bin hell. Ich habe jetzt auch nichts gegen solche, aber Nate ist auch hell. Wer ist der Vater? Oder die Mutter? Oder wem gehört das Kind? Keine Ahnung. Verwirrung pur. Oh, wir können rausschauen. Okay. Was ich in dem Spiel immer so interessant finde, die Autos. Die sind ja so eigentlich so hochmodern, aber trotzdem so von dem Grundprinzip sind das so richtig alte Karren. Aber dann so hier mit so Düsenantrieb oder weiß der Geier was. Aber von der Form her noch so ein bisschen altmodisch und hinten so wie so ein Flugzeug oder wie so ein Jet. Eine interessante Mischung. Und der Fernseher. Ja, der ist ein bisschen lahmarschig, Alter, hat ja einen i5-Prozessor drin oder was. Aber wollt ihr mich verarschen? Dieser Fernseher! Es ist 2015, ich habe einen 42-Zoll-HD-Fernseher. Es ist in dem Spiel 2077 und was ist das? Nicht mal Farbe. Und dieses Rauschen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt hat er auch mal was Dickes in der Hand. Ja. Okay. Irgendwie will ich, glaube nicht in die Zukunft gehen. Ah, das ist der Cotsworth, okay. Anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Cotsworth haben.
Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Der liest Zeitung? In Papier? Kein iPad oder so? Was ist hier los? Okay, also für das, dass wir so weit in der Zukunft sind, knapp 60 Jahre, 62 ganz genau, muss ich sagen, der Roboter, okay, Hightech, aber Fernseher, Zeitung und so. Alter, ist das eine Röhre oder was? Der ist ja mal voll riesig. Nach hinten, nicht mal Flachbild. Ich weiß, ich habe viel zu meckern, bin ja auch eine Frau. Muss ja meine Rolle gerecht werden. Das ist wieder dieser Vertreter. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe?